Leute, bei einer neuen Folge, beim neuen Video, hier ist euer LP mit Mike und heute geht es wieder um Fortnite Battle Royale. Es gibt nämlich Neuigkeiten fürs Spiel und das Ganze ist so, Leute. Erstmal auf jeden Fall Grüße gehen raus und danke an diesen Support, was ihr in letzter Zeit alles macht, dass ihr mir so viele Likes schenkt, so viele Aufrufe, Kommentare und Abonnenten. Auf jeden Fall Dankeschön an die Leute, auch die neu zugekommen sind. Stellt euch gerne mal in den Kommentaren vor. Ich gebe jeden eine Antwort vor drauf. Ihr wisst, ich bin Ehren-YouTuber und muss mit meiner Community modifizieren. Und ja, jetzt kommen wir zum Video. Gebt meinen Creator-Code ein. Luki Moritz unten in der Beschreibung. Und viel Spaß. Ja, Leute. Wie ihr es jetzt schon gelesen habt im Titel. Wir bekommen ab morgen oder ab Mittwoch beim Update einen neuen Gegenstand. Das Ganze wurde geleakt von einem Fortnite-Leaker. Ja, so der Hase, genau. Es wird ein Item sein mit so einem Blitz drauf, wie ihr das jetzt im Bild eingeblendet seht. Ich blende das jetzt irgendwann jetzt hier gleich ein. Das Ganze, wie das Item nennt sich, Sturmdreher. Das Ganze wird morgen eventuell kommen oder halb Mittwoch. Ja, so. Und das Ganze ist so, das ist ein... Ihr kennt ja die normalen Zonen, die jetzt hier so sind. Und ihr könnt dieses Item finden. Ihr könnt maximal 6 Items drauf, also 6 nehmen davon. Es entfesselt den Sturm oder bändigt ihn. Ihr habt die Wahl. Also ihr könnt dann auswählen, ob der Sturm angehalten wird oder ob der Sturm weiterlaufen soll. Was ich eigentlich nicht so prickelt finde, dieses Item. Ja, aber egal, ich erzähle euch mal weiter. Also wir werden wohl die Möglichkeit haben, den Sturm zu stoppen oder einen Sturm zu kreieren. Das heißt, wir können uns einen Sturm auswählen in der normalen Battle Royale Insel oder einen Sturm stoppen. Das Ganze ist wahrscheinlich so, dass das für uns nur ist und für die anderen nicht. Also nur der das Item hat, denke ich mal. Aber Leute, wie gesagt, da werden wir auf weitere Infos warten. Und ja, das war's mal gewesen auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst natürlich eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt und mich unterstützen wollt, dass wir Casting Games machen können. Dann gebt gerne meinen Creator Code ein, Luki Moritz. Und ja, dann läuft der Hase. Und ja, wenn ihr mit mir zocken wollt, PSN ist auch mit verlinkt in der Beschreibung. Also auf jeden Fall haut rein, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ciao.